Ein Mann, der sich souverän zum Affen machen kann. Alexei Mironow. Dieser Typ ist auch ohne weißes Gesicht und rote Nase das, was man einen russischen Clown nennt. Dieser Typ, er ist immer in den falschen Platz. Immer. So, er kommt, er ist immer nicht da. Er sitzt im Auto, es ist falsches, egal was. Er ist immer in die falsche Situation. Und das ist solcher Typ. Aber er ist so nativ und naiv und viel kindlich, aber gleichzeitig groß. Alexei Mironow beherrscht diese Kunst, jeder noch so kleinen Situation einen besonderen Witz zu verleihen. Einfach, spontan und scheinbar immer gerade dort, wo er stört. Bis jetzt ist das dem Russen ziemlich gut gelungen. Bis nach Amerika hat der 39-Jährige es geschafft, zum berühmten Cirque du Soleil. Seit fast 10 Jahren lebt er nun in Deutschland und verdient hier sein Geld, damit Menschen zum Lachen zu bringen. Und natürlich kann man denken, ah, er ist Idiot. Was macht er? Du bist erwachsen. Zum Beispiel mit meiner Nachbarin. Sie war enttäuscht. Sie hat mir gesagt, wie kann man solche, so schön, so hübschen Mann mit blauen Augen, solche Beruf haben? Er kann einfach so ein Präsident von Bank sein, weil sie, deshalb, sie hat gedacht, dass ich habe mein Leben ruiniert damit, mit was mache ich, klar. In Dresden ist Mironows Show längst ausverkauft und gehört zu den Höhepunkten beim diesjährigen Pantomimenfestival. 1982 gegründet als eines der ersten Mimenzentren in der DDR, reiht sich sein Besuch hier in die Gästeliste berühmter Pantomimenkünstler ein. Allen voran natürlich Marcel Marceau. Der Franzose hat die Pantomime im 20. Jahrhundert wieder auf die großen Bühnen gebracht. In dieser Kunst der Sparsamkeit gelingt Pantomimen etwas, was kein Kinofilm vermag. Der Schauspieler schafft eine Illusion ganz ohne Worte, nur durch seinen Körper. Das ist so genial wie zeitlos, gerade weil man oft nicht merkt, dass diese Späße alle aus einer und derselben Trickkiste der Körperkunst stammen. Es ist eine Körperkontrolle, kann man sagen. Zum Beispiel, wenn ich tanze mit einer Frau, ja, und dann andere Frau möchte mit mir tanzen, sie nimmt meine Arm und dann zieht sie mich. Ja? Das ist genauso. So, ich benutze das. Es ist nicht richtige Pantomime, dass ich spiele jetzt mit weißem Gesicht, aber ich sehe, ja, wie bitte, ja, und dann oder ich fahre mit dem im Bus und dann jemand kommt, oh, Entschuldigung. So, es ist genau die Art von, dieses Instrument benutze ich, was zu beschreiben. Die Pantomime steckt in jedem Detail, auch bei Clown Mironow. Und das ist deshalb so absurd komisch, weil er durch seine Gesten etwas sichtbar macht, was nur in unserer Fantasie erscheint. Und sei es auch nur der Versuch, mit einer Riesin zu tanzen.